Mauer vor ein paar Wochen. Der Alkohol tanzte durch meinen Schädelknochen. Da bin ich so betrunken, durch irgendwas gekrochen und hab dann noch erstmal auf die Straße gebrochen. Da kam ich dann vorbei am Platz vom Jochen und der Jochen wohnt dort schon seit einigen Epochen. Da hab ich dann noch etwas sehr Leckeres gerochen. Das kam vom Jochen und der war am Kochen. Ich bin dann von der Straße auf den Platz gebrochen und bin durch das Tor vom Jochen gebrochen. Das waren einfach nette Worte zu Jochen gesprochen und ihn für ein Bier und mein Essen bestochen. Ich bekam dann Suppe mit Rochen und Knochen. Diese Woche Knochensuppe hat mich sehr angesprochen. Der Hund von Jochen kam dann auch angekrochen und wir aßen dann Jochen gekochte Rochenknochen. Der Jochen kann gut kochen. Später waren wir dann am Bierheidenlochen und wir gossen weiter ein in unsere Schädelknochen. Doch leider ist der Jochens Bierflasche zerbrochen. Das war sein letztes Bier nach den Festwochen. Daraufhin hab ich Jochen gut zugesprochen und ihm eins von meinen Bieren versprochen. Darauf haben wir zwei neue Dosen Bier angestochen. Doch scheiß auf Bier, denn er kann ja auch bekommen. Doch was ist das? Plötzlich habe ich gebrochen. Der Boden war da voll mit Rochen und Knochen. Und mein Kopf und mein Herz, die blöde Abbrochen. Daraufhin bin ich dann auch zusammengebrochen. Durch an diesem Absturz hatte aber nicht der Jochen, sondern das hier im Magen zwischen Meinungen zu knochen. Der Absturz war dann auch schnell wieder abgebrochen. Und Jochen und ich lagen ununterbrochen. Der Jochen kann gut kochen. Jetzt seid ihr zu!